Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Markus, vieles ist in diesen Tagen neu. Gewohnte Abläufe haben wir in unserem Alltag längst neu strukturieren müssen. Wir lernen alle jeden Tag dazu und müssen uns selbstverständlich auch für Neues öffnen. Dazu gehören unter anderem solche Veranstaltungen, wie wir sie jetzt gerade machen, ein virtuelles Pressegespräch. Vor ein paar Wochen, Monaten noch undenkbar. Irgendwie haben wir uns schon längst dran gewöhnt. Markus, sei doch bitte so lieb und beschreib uns, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, aber vor allem den Medienvertretern, wie du die vergangenen 14 Tage erlebt hast und wie du die Zeit als Fußballlehrer im Homeoffice in häuslicher Quarantäne verbracht hast. Ja, erstmal hallo an alle. Wird ja langsam hier, wird man ein bisschen sicherer in so Computer schalten. Wie ich die Zeit erlebt habe, erstmal habe ich prinzipiell kein Problem damit, auch mal eine Ruhe zu genießen, auch diese, nicht rausgehen zu dürfen, ist prinzipiell kein Problem für mich. Aber es ist natürlich, diese Quarantäne an sich hat ja eine besondere Bedeutung für uns und von daher habe ich wirklich Probleme gehabt, so ein bisschen runterzukommen, war immer gefangen in dem, was passiert und wie es mit uns weitergeht, habe versucht, einen normalen Alltag reinzubringen, früh aufzustehen, zu frühstücken, zu lesen, Musik zu hören, natürlich schaut man Fußball, man redet mit seinem Team, man hat das Training überwacht, hat so einen gewissen Alltag, dann hat man auch eine gewisse Zeit, eine gewisse Länge. Insgesamt habe ich versucht, das Beste draus zu machen, aber leicht ist es mir nicht gefallen. Wo hast du die Zeit verbracht? Nach dem letzten Test, als wir gehört haben, dass wir zwei Infizierte haben und dann die Meldung kam, dass wir in Quarantäne müssen, hatten wir die Wahl. Ich bin zu meinem ersten Wohnsitz nach Karlsruhe gefahren, die Möglichkeit bestand. Habe dann den größten Teil da verbracht und bin jetzt zum Ende und zum letzten Test, den wir jetzt hatten, bin ich dann nach Dresden gekommen und bin jetzt seit 2 Tagen in Dresden und werde hier heute Abend die Quarantäne beenden. Die Journalisten, die am Monitor das virtuelle Pressegespräch verfolgen, haben mir vorab einige Fragen an dich geschickt, die ich jetzt mit der Nennung des Namens und des Mediums vortragen werde. Die erste Frage kommt von Sven Geißler von der Sächsischen Zeitung. Wie bewerten Sie die insgesamt 4 positiven Corona-Tests in der Mannschaft und auch einen im Umfeld? Ja, der erste Test mit einem Spieler, den haben wir ganz normal hingenommen, ist ja auch nur der einzelne Spieler dann in Quarantäne gegangen. Wir waren dann wirklich geschockt von den beiden nächsten Fällen, die uns dann in Quarantäne gebracht haben. Wir mussten uns auch den Vorwurf gefallen lassen, dass wir irgendwie Kapital draus schlagen wollen. Aber letzten Endes hat sich bewahrheitet, dass es eine gute Entscheidung war, weil wir haben 2 infizierte Spieler gehabt, wir haben zu diesem Zeitpunkt 2 Trainingseinheiten absolviert, also die Gefahr groß war, dass weitere Spieler infiziert sind und wenn wir dann weiter trainieren, wir weiter uns gegenseitig lustig weiter anstecken, war die Gefahr einfach zu groß, dass es zu viele Ausfälle, vielleicht Kranke gibt, wir das nach außen tragen. Und deswegen überrascht mich dieser letzte Test jetzt auch nicht, wo auch nochmal dann letzten Endes positive Fälle aufgetreten sind. Die sind Beweis dafür, dass wir halt einfach Fälle hatten und wir jetzt letzten Endes damit leben müssen, dass wir die Konsequenzen damit auch einfach tragen müssen. Sven Geißler fragt, haben Sie Angst, sich selbst zu infizieren? Prinzipiell hatte ich sie nie. Prinzipiell habe ich sowas immer. Ich bin ein positiv denkender Mensch und selbst wenn, habe ich das Gefühl, ich überlebe es. Aber natürlich macht man sich auch Gedanken. Ich bin 50 geworden, gehe Richtung Risikogruppe und es ist schwer auszudrücken. Ich glaube, dass es ja viele milde Verläufe gibt, aber leider gibt es auch immer wieder Leute, die wirklich dran erkranken und natürlich macht man sich dann zwischendurch auch Gedanken um sich, vor allem um seine Familie, um seine Lieben, die möglicherweise oder das möglicherweise weiterzutragen. Und natürlich mache ich mir mittlerweile mehr Gedanken und bin auch vorsichtiger, als ich vor all dem war.
Jens Umbreit von Radio Dresden fragt, wir haben die zwei neuen Betroffenen, die Testergebnisse und vor allem die Verlängerung der häuslichen Quarantäne um 14 Tage vor allem psychisch aufgenommen. Ja, es war ein bisschen ungläubig, weil man hält sich an die Vorgaben, man hält sich an den Abstand, man versucht wirklich alles, um sich aus dem Weg zu gehen, und dann kriegt man trotzdem ein positives Ergebnis. Es war schon irgendwo nicht nachvollziehbar, und das, ich glaube, dass man das aber verstehen muss, dass man dieses Virus letzten Endes nicht komplett beherrschen kann. Man kann Wahrscheinlichkeiten minimieren, man kann alles dafür tun, aber kontrollieren kann man es nicht, und das haben wir versucht in Gesprächen aufzuarbeiten und auch Hilfestellung zu geben. Letzten Endes bin ich froh, dass alle Fälle bisher symptomlos waren, dass niemand erkrankt ist, dass nichts draus geworden ist. Und von daher gilt das, was für uns alle jetzt gilt, das zu überstehen und dann gestärkt daraus hervorzugehen. Jens Maßlich von der Deutschen Presseagentur fragt, wie sieht, beziehungsweise man muss ja fast schon sagen, wie sah dein Alltag während der Quarantäne aus? Die endet ja heute Nacht. Und wie hast du die Trainingseinheiten der Jungs verfolgt? Hast du dich in die Videoschalten mit eingebracht? Hast du da einen Spion irgendwie dabei gehabt, um zu schauen, wie die Jungs jeden Tag trainieren? Ja, wie mein Tag aussah, habe ich ja gerade schon am Anfang umrissen. Ansonsten habe ich mein Team um die Athletiktrainer, die Einheiten durchführen und natürlich auch kontrollieren. Ich habe mal reingeschaut, war jetzt aber nicht ständig dabei. Ich habe hier in Dresden vom Balkon aus, sehe ich Linus Wahlquist auf seinem Balkon trainieren. Ich war also sogar live dabei, habe ihm gewunken. Die Jungs haben richtig gut gearbeitet, auch unser Athletikteam. Mit Jakob und Matze haben einen richtig guten Job gemacht. Die Jungs stöhnen. Wir trainieren natürlich Sachen, die wir sonst weniger trainieren und nicht in dem Ausmaß trainieren. Wir haben alles getan, um möglichst schnell wieder fit zu werden. Jens Maßlich fragt, mit welchen Gefühlen haben Sie den ersten Spieltag nach der Corona-Pause verfolgt und wie bewerten Sie das Gesehene? Gemischt. Es ist mir schwer gefallen, weil man natürlich gemerkt hat, was das für uns bedeutet, dass wir das Gefühl haben, wir hecheln hinterher, wir stehen nicht an der Ziellinie, sondern wir stehen dahinter. Alle starten ins Rennen und man selber kann nicht starten. Deswegen ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, wirklich zuzuschauen. Ich glaube, die Spiele waren ordentlich für den Stand, an dem man war, an dem die Mannschaften sind. Mit einer kurzen Vorbereitungszeit hat man, glaube ich, das gesehen, was man zu dem Zeitpunkt leisten kann. Ob das Thema Geisterspiele einen jetzt wirklich begeistert oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich bleibe dabei, dass es nicht der Fußball ist, den man kennt und den man sehen möchte, aber da werden wir uns alle irgendwie mit arrangieren und abfinden müssen. Wie haben Sie die Siege der Konkurrenz wahrgenommen und wie bewerten Sie den psychologischen Effekt dieser, wahrscheinlich auf deine Mannschaft, fragt Jens Maßlich. Ja, für einen Moment fühlt sich das schlecht an, auch dann der letzte Treffer von Wien Wiesbaden, durchaus kurios, fühlte mich erinnert an unser Darmstadt-Spiel. Letzten Endes sind wir an dem Punkt, an dem wir ja schon waren. Wir müssen Punkte aufholen, wir müssen uns frei machen von dem, was der Gegner macht. Das haben wir schon geschafft, das haben wir auch gezeigt, dass wir das können. Wir müssen sowieso unsere Punkte holen. Man muss 37, 38, vielleicht 40 Punkte holen, um es zu schaffen. Und es war klar, dass auch die anderen Gegner sich wehren und für den Klassenerhalt kämpfen und sich dagegen stemmen. Und dass es ein hartes, enges Rennen wird, das war von vornherein klar. Und dass so Ergebnisse kommen, war auch klar. Wichtig ist, dass wir in der Lage sind, das auch zu tun. Dass wir antworten können, so wie wir es in der Vergangenheit getan hatten. Wir hatten schon mal 7 Punkte Rückstand. Und jetzt sind es 4. Es tut für einen Moment weh, aber letzten Endes müssen wir uns davon freimachen. Thomas Narendorf von der Dresdner Morgenpost formuliert die nächste Frage. Die Unterstellungen nach den positiven Tests, 2 Wochen Quarantäne, nur eine Woche Vorbereitung, die Ergebnisse der Vorwoche, es spricht nicht viel für Dynamo. Aber kann genau das einen Jetzt-erst-recht-Effekt hervorrufen bei dir und deiner Mannschaft? Ja, ich spüre das. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, man fühlt sich nicht gut, man hat Wut im Bauch, man fühlt sich ungerecht behandelt. Und das spürt die Mannschaft auch. Ich habe mit dem einen oder anderen telefoniert
Und ich spüre genau das, dass man aufstehen will, dass man sich wehren will, dass man zu Unrecht sich verurteilt fühlt. Und ich glaube schon, dass das Kraft geben kann. Ich glaube schon, dass das eine besondere Motivation sein wird. Ich glaube auch nicht, dass die Motivation das ist, woran es am Ende liegen kann, sondern wir müssen natürlich sehen, jetzt schnell fit zu werden. Wir müssen schaffen, diese kurze Woche, die wir haben, zu nutzen, um dann später zu starten, vielleicht auch mit einem Handicap zu starten, das auszugleichen. Und da kann die Motivation helfen, aber trotzdem müssen wir natürlich auch richtig fit werden. Sven Geißler, Sächsische Zeitung, mit einer geschlossenen Frage. Glauben Sie, dass die Spieler durch das Hygienekonzept der DFL in einem Punktspielalltag ausreichend geschützt werden können? Na, ich glaube, die DFL hat es mal so, das sind immer so Nebensätze, die es dann richtig ausdrücken. Es gilt darum zu schützen, so gut wie es geht. Und nur darum geht es. Ich glaube, dass wir gemerkt haben und wir an allererster Stelle, dass nichts dich komplett schützen kann, dass es ein Virus ist, das durch die Luft übertragen wird. Und das kann man nicht komplett in den Griff kriegen, sondern man kann es nur so gut machen, wie es eben geht. Und dann muss man auch immer mit einem Restrisiko leben. Und genau das, dieses Restrisiko ist ja das, was auch die Spieler, in Bezug auf ihre Familien einfach auch Bedenken haben lässt. Und wir arbeiten das auf, wir versuchen die Dinge bestmöglich umzusetzen, aber zu glauben, dass man das ausschließen kann, das ist ein Irrglaube. Das haben wir gemerkt, dass so gut man Dinge macht, man sich trotzdem infizieren kann. Und damit müssen wir leben. Man wird nach den Spielen nach Hause gehen, auch der Partner, das Kind, das in dem Haushalt lebt, war im Kindergarten, die Frau war arbeiten, man kommt zusammen und natürlich bestehen da Übertragungswege. Ich glaube einfach, dass wir, so wie alle anderen Arbeitsgruppen auch, wie alle anderen Branchen auch, damit leben müssen, dass eine Restgefahr besteht, dass man sich infizieren kann, dass was passieren kann. Wir werden damit leben müssen. Sven Geißler, wie kommentieren Sie die Vorwürfe, Dynamo würde als Tabellenletzter einen Abbruch der Saison mindestens billigend in Kauf nehmen? Ja, ist natürlich, so doof kann man ja gar nicht sein. Erstmal haben wir zwei infizierte Spieler gehabt. Erstmal bin ich froh, dass die Jungs keine Symptome haben, dass bisher sich nichts gezeigt hat. Dann, wie sollte das aussehen? Wir infizieren keine Spieler absichtlich. Wir haben keinen Einfluss auf das Gesundheitsamt. Letztendlich hat sich gezeigt, dass die Sorge des Gesundheitsamts auch berechtigt war. Und ich glaube, dass es nichts gibt, was jetzt wirklich auch die Saison irgendwie zum Abbruch führen lassen kann, sondern für uns war es ein Riesenschock, in die Quarantäne zu gehen, weil jeder wusste, was das bedeutet. Jeder wusste, dass wir zwei Wochen nicht trainieren können, dass wir dann in ein Rennen kommen mit ganz vielen englischen Wochen, dass wir hinterher die körperliche Verfassung erstmal brauchen. Und von daher ist das völlig, völlig Banane, sowas überhaupt zu glauben oder sowas zu denken. Aber heute ist es so, dass jeder seinen Senf dazu gibt von überall her. Jeder meint dazu, sich äußern zu müssen, ohne zu wissen, was überhaupt Sachlage ist. Und deswegen kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Kommen wir zur 10. Frage. Die DFL hat dem Verein jetzt 9 Spiele in 29 Tagen aufgebürdet. Was waren Ihre ersten Gedanken, als der Plan am Mittwoch veröffentlicht wurde, fragt Jens Umbreit von Radio Dresden. Ich habe mich über mich geärgert, habe mich gefragt, welche Erwartungen ich eigentlich hatte. Dann hat man sich geärgert und dachte, oh, das ist ein schöner Ritt. Das wird richtig heftig, das kommt nochmal obendrauf, nochmal mehr Belastung als alle anderen. Aber letzten Endes gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder die Saison möglicherweise zu verlängern oder halt das reinzuquetschen und die Regeln soweit auszunutzen, wie es geht. Es gibt eine 48-Stunden-Regel, dass 48 Stunden zwischen den Spielen liegen müssen. Das ist erfüllt und von daher müssen wir das jetzt einfach annehmen. Woanders in England wird auch ständig im Dreitagesrhythmus gespielt. Wir werden uns das aneignen, wir werden darum kämpfen, wir werden uns fit machen, wir werden jeden Spieler brauchen in diesem Rennen und wir werden das Beste aus dieser Situation machen. Glücklich war man natürlich nicht damit, das ist auch klar. Jens Maßlich von der Deutschen Presseagentur.
Ihrer Mannschaft stehen einige englische Wochen bevor, das haben wir gerade besprochen. Dabei kann sie sich keine Schwächephase erlauben. Wie bereitet man ein Team auf diese Herkulesaufgabe vor? Ja, wir wissen, wir müssen Spiele gewinnen. Schwächephasen, ja, wir werden natürlich schnell reinkommen müssen. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, ab Samstag uns dann auf Stuttgart vorzubereiten und das nach einer Zeit mit Krafttraining und Fahrradfahren. Das wird schon eine große Herausforderung, am ersten Spieltag richtig konkurrenzfähig zu sein. Das ist der größte Hammer. Ich glaube, dass wir dann nach und nach konkurrenzfähig sein werden. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir Stehaufmännchen sind, dass wir immer wieder kommen, dass wir auch mit Widrigkeiten und Schwierigkeiten umgehen können, haben wir bewiesen. Wir werden nochmal mehr Energie und mehr Kraft reinlegen müssen, um für uns, für Dynamo und für Dresden zu kämpfen. Das werden wir tun. Vielleicht dauert es wirklich eine Woche länger. Da kann sich Stuttgart dann vielleicht noch freuen, dass sie uns am Anfang haben. Aber wir werden dann Kraft entwickeln und werden dann müssen wir natürlich eine Serie starten. Und dann wird es entscheidende Spiele geben. Dann wird es Momente geben, wo wir wissen, wir müssen gewinnen. Und damit müssen wir umgehen und damit müssen wir lernen, umzugehen. Und das werden wir schaffen, das werden wir hinkriegen, weil wir sowieso wussten, dass es so kommen kann im Kampf um den Klassenerhalt. Auch die nächsten drei Fragen kommen von Jens Maßlich. Sind die infizierten Spieler nach überstandener Krankheit überhaupt wieder einsatzfähig? Die sind auch in Quarantäne, genau wie alle anderen. Wir werden natürlich das Ganze nochmal auch diagnostisch untersuchen. Gibt immer noch Fragen, ja, nach so einem Virus, nach so einer Infektion, auch wenn keine Symptome aufgetreten sind, ob möglicherweise Gefahren bestehen. Das werden wir nochmal abklären lassen. Wir sind da in Verbindung mit dem Universitätsklinikum gut betreut, gut aufgestellt. Auch da kann man nicht alles abschätzen. Ich glaube, in diesem Umgang mit dem Virus stehen wir erst am Anfang. Wir werden bei den Spielern, die wirklich positiv getestet waren, vorsichtig sein, werden Auge drauf haben, werden immer wieder genauer untersuchen müssen. Und für den Rest heißt Samstag Vollgas. Sorgen Sie sich vor weiteren Ausfällen, sowohl aufgrund der sehr kurzen Vorbereitungszeit auf dem Platz als auch virusbedingt? Naja, mit den Sorgen habe ich es nicht mehr so. Ich glaube, es kann fast nichts mehr kommen. Ich glaube, wir haben alles durch. Immer wieder Infizierte, dann jetzt diese Quarantäne, dann dieser enge Spielplan. Ich glaube, viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Und wenn es einen Einzelnen mal trifft, ja, ich glaube mittlerweile, auch wenn ich das bei den Jungs höre, stumpft man so ein bisschen ab und nimmt Dinge einfach hin, was mir nicht unbedingt gefällt. Ich bin eigentlich jemand, der immer aufbegehrt und der auch immer seine Meinung sagt, aber irgendwie hat man das Gefühl der Machtlosigkeit und vielleicht auch ein bisschen Hilflosigkeit. Und ich bin gerade dabei, das in Kraft und in Motivation umzumünzen. Von daher, wenn mehr kommt, wenn noch was kommt, einfach drauf, wir können das. Kann es am Ende der Spielzeit ein wirklich faires Ergebnis geben? Ja, es wird Einschränkungen geben. Kann man vielleicht erst am Ende richtig beurteilen. Im Moment fühlt es sich nicht so an. Für uns fühlt es sich nicht so an. Dann haben wir natürlich auch noch im Rennen um den Aufstieg. Wir haben alle drei Topspiele noch gegen die Mannschaften, die oben stehen. Auch da können wir Zünglein an der Waage sein. Wir spielen jetzt gegen Stuttgart nach einer Woche Vorbereitung. Die anderen haben wir ein bisschen später. Natürlich kann das auch am Ende eine Rolle spielen im Aufstiegskampf. Für uns gilt es, das nicht anzunehmen oder nicht in so eine Opferrolle zu fallen, sondern wir wollen drum kämpfen. Ich spüre Motivation bei den Jungs, dagegen anzugehen und die Frage dann gerecht, ungerecht. Es geht ja anscheinend um höheres Gut. Viele Vereine sind in Schieflage. Es war wichtig, die Fernsehgelder zu generieren, das Produkt Fußball wirklich wieder zu bringen, dass die Vereine sich retten können. Und ich glaube, da treten möglicherweise andere Dinge in den Hintergrund, dass wir jetzt eventuell dafür einen Preis bezahlen, das muss man vielleicht so hinnehmen. Es wird wahrscheinlich auch noch andere geben, die einen Preis bezahlen müssen. Jens Umbreit von Radio Dresden fragt, wo liegen die Schwerpunkte im Quarantänetrainingslager ab Montag? Kann man den Trainingsrückstand zur Konkurrenz überhaupt in den kurzen Tagen aufholen? Nee, so schnell nicht.
Die Belastung jetzt in den 2 Wochen war zum größten Teil eine Kraftbelastung. Dann haben wir Spinning Bikes gestellt bekommen von Fitness First, wofür wir sehr dankbar waren, unbürokratisch in der kurzen Zeit schnell zur Verfügung gestellt bekommen, sodass wir im Ausdauerbereich arbeiten konnten und auch intensiv arbeiten konnten. Aber es ist natürlich was anderes, als auf dem Platz zu stehen. Wir werden vorsichtig sein müssen die ersten Tage. Alles, was Antritte, Abstoppbewegungen, Richtungsänderungen, Sprints, lange Sprints vor allen Dingen, lange Sprints nach Ermüdung, während des Spiels, da besteht wirklich Gefahr, dass was passiert. Deswegen werden wir das auch vorsichtig aufbauen müssen. Werden dann von Tag zu Tag reagieren, die ersten 2 Tage reinzukommen. Dann müssen wir natürlich spielen. Dann müssen wir sehen, dass wir uns aneinander gewöhnen, dass wir ein Gefühl für den Raum kriegen, für den Zweikampf, für die Intensität, aber auch zusammenspielen können, auch taktische Dinge dann forcieren können. Das ist ziemlich viel für kurze Zeit. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Für mich ist auch neu. Auch ich muss erstmal den Weg finden. Wir haben für uns im Trainerteam festgelegt, die ersten 2 Tage, und werden dann sehen, wie fühlen die Jungs sich, wie weit kann man weiter belasten. Da ist unser Geschick gefragt. Vom Monitoring werden wir noch mehr kontrollieren müssen, Blutwerte zu nehmen, CK-Werte zu nehmen, aufzupassen, nicht zu viel zu belasten, zu viel in zu kurzer Zeit, heißt, dass du am Spieltag am Ende platt bist. Vielleicht müssen wir Stuttgart auch so eine Art Übergang nehmen als Teil der Vorbereitung für das, was dann kommt, um dann richtig fit zu werden. Wir können 5-mal wechseln. Wir werden viel Geschick zeigen müssen, wir werden viel tricksen müssen und einen guten Plan haben, um da durchzukommen. Bleiben wir bei dem sensiblen Abwägungsprozess, was die Trainingssteuerung angeht. Thomas Nahrendorf von der Dresdner Morgenpost bleibt bei der Terminenge. 9 Spiele in 29 Tagen. Inwiefern ist da ein reguläres Training überhaupt möglich? Oder ist zwischen den Spielen reine Regeneration angesagt? Ich meine, ihr müsst ja auch noch hin und her reisen. Das darf man nicht ganz vergessen. Wir haben die Auswärtsspiele, wir haben sogar 3 in einer Woche. Das ist meine Lieblingswoche. Da wird nicht viel trainiert. Da kommst du an, da wirst du regenerieren, dann hast du einen Tag, dieser 2. Tag dazwischen, dann wirst du analysieren, wirst schauen, was muss ich tun, um fit zu werden, mit dem Rest ein bisschen mehr zu trainieren, taktisch arbeiten. Das, was englische Mannschaften auch tun und das alle Mannschaften tun, die in so einem Rhythmus sind, da hat man immer mal ansatzweise in Deutschland sowas, das haben wir jetzt komplett für Training, wird da, glaube ich, wenig Zeit bleiben. Wir haben, um das Beste rauszuholen, werden wir die Auswärtsspiele zum größten Teil fliegen, weil es dann natürlich, wenn du nur 2 Tage dazwischen hast und dann noch 8 Stunden im Bus sitzt, glaube ich, dass es vom Kopf unheimlich schwer wird, sodass wir gerade dabei sind zu klären, welche Spiele können wir fliegen, um so einfach diese Zeit auch für die Jungs zu minimieren. Wir werden alles versuchen. Haben einige Ideen, die wir jetzt Stück für Stück umsetzen. Wir werden alles in die Wege leiten, alles machen, um das Beste aus dieser Situation rauszuholen und am Ende auch gewinnen zu können und auch den Klassenerhalt zu schaffen. Ich glaube immer noch dran, dass wir die Energie haben und auch die Klasse haben, das aus eigener Kraft zu erreichen. Die nächste Frage betrifft ein Alternativmodell, kommt von Sven Geißler von der Sächsischen Zeitung. Fehlt Dynamo im deutschen Profifußball die Lobby, um zum Beispiel eine Verlängerung der Saison zu erreichen, über den 30.06. hinaus? Die Frage kann ich nicht beurteilen. Ich möchte sowas nicht denken. Schwierige Frage, da wir jetzt diejenigen sind, die es am härtesten getroffen hat, und noch keine anderen Fälle gab, vermag ich das nicht zu sagen. Natürlich habe ich mir gewünscht, möglicherweise in die Verlängerung der Saison zu gehen, um so einfach das Ganze zu entzerren. Es gibt ja so einen Notfallplan. Vielleicht sind wir auch gar kein Notfall. Ich versuche das nicht persönlich zu nehmen, weil ich glaube, dann drehst du durch hier zu Hause. Genau das war doch auch das, was mich getrieben hat, eine gewisse Hilfe und Machtlosigkeit. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker und das will ich auch nicht werden. Deswegen versuche ich, mich davon frei zu machen, auch wenn es mir nicht immer ganz gelingt. Inwieweit sind die Chancen auf den Klassenerhalt durch den Termindruck gesunken? Ja, ein Vorteil ist es nicht. Das ist ja auch klar. Wenn man viel reisen muss, da steckt auch eine Anstrengung dahinter.
Wir werden auch von den Spielen tricksen müssen, werden immer schnell viel wechseln müssen, vielleicht akzentuieren müssen, wo wir dann vielleicht nur mal eine komplette andere Elf spielen lassen, mal einen ganzen Block durchwechseln. Wir werden wirklich tricksen müssen, um das zu umgehen. Und eine Frage nach Gerechtigkeit und sonst irgendwas stellt sich nicht. Das ist jetzt nicht an vorderster Front, sondern die erste Frage, die sich stellt, war die, wie können wir den Fußball am Laufen halten? Es gibt so viele, die anscheinend Probleme haben, vor Insolvenz stehen und Probleme haben, das weiter zu finanzieren, sodass es um die Zukunft des deutschen Fußballs geht. Ich kann nicht alles einschätzen. Dem wir uns dann unterordnen und dann jeder auch irgendwo seine Rolle hat und dann muss man diese Frage auch nicht stellen und vielleicht auch gar nicht beantworten. Die letzte Fragestellung, auch die nächste, kommt von der Sächsischen Zeitung. Welcher Wettbewerbsnachteil wiegt schwerer? Der physische oder der psychische durch den wachsenden Punkteabstand zu den Konkurrenten? Im Moment würde ich sagen, erstmal der körperliche. Ich glaube, dass er psychisch schon die Motivation und die Kraft aus dieser Situation ziehen können, aus diesen Umständen. Da steckt unheimlich viel drin. Jeder spürt Trotz, jeder spürt Wut, sich zu stellen und dagegen anzukämpfen. Das höre ich bei der Mannschaft raus und das spüre ich selber. Die körperliche Verfassung kriege ich nicht auf Knopfdruck hin, sondern die baut sich auf. Das ist eine Methode, das ist ein Prozess. Und diesen Prozess kann ich nicht verkürzen. Wenn ich eine Woche bräuchte, um in Topform zu kommen, dann würde ich keine Vorbereitung spielen, sondern dann würde ich immer nur eine Woche vorher mich treffen. Also das ist natürlich dann für mich im Moment die etwas schwerere Hypothek, die wir angehen müssen und die ich auch schwer verkürzen kann. Wir werden Dinge schon gemeinsam hinkriegen und wir werden Dinge tricksen, aber das wird erstmal der Hauptpunkt wird für uns fit zu werden. Tricksen heißt im erlaubbaren Bereich. Dass man dich nicht ausfällt. Nein, natürlich, ja, bitte, also ich glaube... Für alle, die früher Anstoß 3 gespielt haben, darüber reden, das ist ja klar. Okay. Was ich gesagt habe über taktische Dinge, wie man Dinge gewichtet, wo man wen spielen lässt, wie man Spiele gewichtet, wie man einfach schafft, nochmal Dinge mehr, auch im Training mehr zusammenzupacken, das meine ich mit Tricksen. Einfach Dinge, die aus dem Alltag rausgehen, auch anders zu bewerten, alles legal natürlich. Tim Schlegel von der Bild Dresden fragt dich, hat die Situation für Dynamo bzw. für dich noch irgendetwas mit fairem Wettkampf zu tun in der zweiten Liga? Und Anschlussfrage direkt, ist es deine schwerste Aufgabe als Cheftrainer in deiner bisherigen Karriere? Ja, es geht alles in die gleiche Richtung. Die Fragen ähneln sich, alles um den Wettkampf. Ja, ist auch ein Stück natürlich höhere Gewalt drin. Ja, die ganze Gesellschaft überall im Leben hat das Virus das Leben verändert, die Verhaltensweisen verändert und so auch im Fußball. Und vielleicht werden wir auch in Zukunft damit leben müssen, dass es nicht um Gleichheit für alle geht und dass nicht jeder in jedem Moment gleich behandelt werden kann, sondern es gibt einfach so Momente, wen soll ich jetzt dafür zur Verantwortung ziehen, dass wir 2 Wochen in Quarantäne kommen, dass das Virus uns besonders hart trifft, da kann keiner was zu. Wir müssen zum Teil damit leben, dass es zu so Dingen kommt. Ich habe in den Interviews vor 4 Wochen, vor 5 Wochen immer gesagt, naja, für mich ist entscheidend, dass es sportlich gerecht ist, dass man mit gleichen Mitteln kämpft. Vielleicht wird es so sein, dass es auch in Zukunft so sein, dass es ja darauf nicht komplett mehr ankommt, sondern dass man guckt, dass es überhaupt läuft, dass es so Fälle gibt und man die vielleicht einfach hinnehmen muss und lernen muss, damit zu leben oder Auswege findet. Das ist schwierig. Auch die DFL und alle, die Entscheidungen treffen, sind ja in keiner leichten Lage. Es ist ja auch nicht schwierig. Es ist ja schwierig. Da ist jedem recht zu machen. Es wird immer wieder zu Momenten kommen, wo du sagst, naja, das ist für mich jetzt aber ungerecht und es trifft uns jetzt leider besonders hart. Sven Geißler, Sächsische Zeitung mit der nächsten Frage. Können Sie den derzeitigen Leistungsstand der Spieler einschätzen und sind alle außer dem Profi in Quarantäne einsatzbereit, theoretisch gegen Stuttgart? Theoretisch sind alle einsatzbereit. Ich habe keine Rückmeldung bekommen, dass irgendwelche Verletzungen oder sonstige Einschränkungen bestehen. Wie war der zweite Teil der Frage? Entschuldige.
Außer dem Profi, das ist alles ja, beantwortet. Stehen alles zur Verfügung. Genau. Nächste Frage. Nach welchen Kriterien finden Sie in einer Woche Mannschaftstraining eine Startelf für das Stuttgart-Spiel oder gilt nach fast 3 Monaten noch der Grundsatz, ein erfolgreiches Team nicht zu verändern? Markus, das fragt dich Sven Geisler. Ich werde schauen müssen, wer ist jetzt fit in so kurzer Zeit, wer verpackt das am besten, wer ist jetzt wirklich, auch gerade für die erste Woche, glaube ich, ist das wichtig. Ich muss ja schauen, auch wer kann wie viel durchstehen. Wer ist in der Lage, überhaupt 90 Minuten zu spielen? Ich weiß, was ich wechseln kann. Und ich weiß, dass nach vorne hin, wenn ich in lange Sprints gehe, wenn ich intensive Sachen habe, wahrscheinlich Spieler haben werde, die müder sind. Das heißt, ich muss viel mehr taktieren, das, was ich gerade gesagt, was ich gemeint habe mit Tricksen. Dass ich schauen muss, wer ist in der Lage, am längsten durchzuhalten, das so gewichten kann, dass ich vorher schon einen Plan habe, auch mit den Wechseln. Das heißt, dass das auch ein bisschen weggeht von dem, wie wir aufgehört haben, weil ich das noch nicht abschätzen kann, wer was verpackt, wer ist jetzt am schnellsten, auch aus diesen ersten Tagen, wo es vielleicht Müdigkeit gibt, wo es einen neuen Muskelkater, neue Reize gibt, bedeutet immer auch neue Querelen. Wer verpackt das am besten, wer ist im Moment da? Fakt ist, wir brauchen jeden Einzelnen, wir brauchen jeden Spieler, wir brauchen jede Kraft, die wir haben, wir brauchen jede Energie und jeder wird gebraucht und dann schaue ich, was ist für den Moment am besten. Der erste Teil der Frage, den du vergessen hattest und mir ist gar nicht aufgefallen, war der Leistungsstand der Spieler, der derzeitige, ob du den einschätzen kannst. Nicht komplett. Für mich ist das auch neu. Wir haben vorher gearbeitet, dieses Gruppentraining hat sehr gut gefruchtet, diese ersten beiden Tage. Im Mannschaftstraining hatten wir ein sehr, sehr gutes Gefühl, alle, auch die Spieler. Jetzt ein Krafttraining mit Übungen, mit Belastung, die wir so nicht hatten, mit Umfängen, auch mit einem Training für die Tour de France. Kann ich noch nicht abschätzen, wie schnell wir wieder reinkommen. Das kann durchaus unterschiedlich sein, wie die Spieler das verpacken. Ich hoffe es. Aber ich kann noch nicht alles abschätzen. Patrick Franz von der Bild Dresden fragt dich, was denken Sie über 5 Auswechslungen? Wird das die Taktik total verändern? Für uns in dem Fall prinzipiell gut, weil wir das gut gebrauchen können, einfach wechseln zu können, neue Kräfte zu bringen, Kräfte verteilen zu können. Das heißt natürlich, dass du mehr Einfluss aufs Spiel hast, dass du auch im Spiel geschehen vielleicht auf den Kopf stellen kannst, indem du vielleicht einen ganzen Block wechselst. Klar muss man das aufteilen, da gibt es gewisse Regeln und trotzdem kannst du natürlich schnell mal eine ganze Ausrichtung ändern und damit auch mal einen ganzen Plan aushebeln. Deswegen gibt es natürlich auch Trainer, denen das nicht gefällt. Ich für den Moment finde das gut für uns, macht das im Moment absolut Sinn, weil wir natürlich viel flexibler sind und gerade wo wir am Anfang nicht so fit sein werden, ist für uns natürlich wichtig, auch möglichst viel wechseln zu können. Jens Maßlich mit einer Nachfrage von der dpa. Du wirst morgen das Mannschaftstraining erstmals wieder leiten. Gibt es inzwischen Spieler, die nun doch Bedenken geäußert haben, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen oder werden alle trainieren? Ich glaube, dass alle trainieren werden. Letzten Endes weiß ich noch nicht alles. Natürlich gibt es Bedenken. Gerade bei uns, wo jetzt positive Fälle waren, wo man gemerkt hat, okay, da ist was, sind natürlich Bedenken da, weil die Spieler nach Hause gehen zu ihren Familien. Und wir haben Väter, wir haben Familienväter, junge Väter, wir haben Spieler, die jetzt bald Vater werden, dass die natürlich Bedenken haben, dass sie möglicherweise mit jemandem zusammen trainieren, der infiziert ist, aber keine Symptome hat und noch nicht positiv ist, das heißt, das in sich trägt und weitergeben kann, aber noch nicht auffällig ist, das ist ja normal. Ich glaube, es ist das Normalste der Welt, dass diese Spieler sich Gedanken machen, wenn sie nach Hause gehen. Ich glaube, die Spieler machen sich doch nicht mal Gedanken um sich selber. Das ist das, was ich vernehme und das, was ich gehört habe, sondern einfach es nach außen zu tragen, an Kinder, an ungeborene Kinder, an Kleinkinder, an Frauen, an Familie, an seine Großeltern, macht man sich Gedanken, das ist völlig normal. Und wenn das Ganze dann auch noch richtig greifbar ist, wie bei uns, ja, dann natürlich mehr. Ich hatte das Gefühl, nach diesem ersten Fall und dann
hatten wir das Kleingruppentraining, sind ins Mannschaftstraining gegangen. Die 2 Tage hatte ich ein richtig gutes Gefühl, dass wir das hinter uns lassen können. Und diese 2 neuen Fälle waren ein richtiger Schock. Die haben uns richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Das hat richtig, man hat gemerkt, wie das richtig bei den Spielern gearbeitet hat. Und das wird ein Punkt, an dem wir natürlich ansetzen müssen, das jetzt hinter uns zu lassen. Die Spieler sind froh, rauszukommen, zu trainieren. Die lieben Fußball, die wollen diese Herausforderung auch annehmen. Aber natürlich hat der ein oder andere auch noch Bedenken. Und das ist menschlich und das ist normal. Und dafür sind wir da, zu helfen. Wir haben auch in psychologischer Sichtweise noch mal Hilfe angeboten, vom Verein aus auch noch mal zu unterstützen, um nichts unversucht zu lassen und auch Bedenken zu nehmen. Und wenn man Bedenken nicht nehmen kann, weil die tatsächlich da sind und diese Gefahr ja auch wirklich real ist, dann wird man eine Lösung finden. Ich glaube, dass die Jungs aber an Bord sind. Patrick Franz von der Bild Dresden, was wollen Sie machen, um den spielerischen Rückstand zu verkürzen? Wie können Sie es schaffen, bei so vielen Wochen Pause irgendwie taktische Ordnung in so kurzer Zeit herzustellen? Das war dir ja vor allem im Winter wichtig, da hast du ja sehr lange mit der Mannschaft auch dran gearbeitet, an der Grundordnung. Ja, wir haben die ja auch zwischendurch wieder verändert, auch von der Herangehensweise verändert, auch in den letzten beiden Spielen offensiver gespielt. Wir werden damit spielen müssen, so wie ich es ja auch schon gesagt habe, werden wir verschiedene Dinge angehen, werden immer wieder, auch nach dem, was wir können, immer wieder neue Dinge aufarbeiten. Wir haben schon vieles gemacht, wir haben vieles auf Film, Max, unser Analyst, hat viel aufgenommen, wir können viel im Video präsentieren, werden viel im Kopf arbeiten, da wo die Zeit knapp ist, muss man andere Wege finden, so wie ich gesagt habe, zusammenpacken, Dinge, Knotenpunkte finden, die wichtig sind, Stärken der Spieler finden, dementsprechend einsetzen. Wir haben alles schon gehabt, wir haben schon tief gestanden und haben gekontert, wir haben versucht, das Spiel zu machen. Wir haben Mittelfeldpressing gespielt, wir haben mit 2 Spitzen gespielt, wir haben vieles schon getan, wir können auf vieles zurückgreifen, was wir jetzt gemacht haben. Und es wird natürlich auch viel theoretische Arbeit und viel einfach machen, gar nicht so viel nachdenken. Wenn wenig Zeit ist, dann muss man einfach sein Herz in die Hand nehmen, einfach machen und dann das Beste draus machen. Gerald Fritsche von der dpa fragt, wie schätzen Sie die Rolle des deutschen Fußballs bei der Bewältigung der Corona-Krise ein? Und gibt einen zweiten Teil. Und wäre es aus Ihrer Sicht vernünftiger, wenn künftig auch die 3. Liga als Profiliga unter das Dach der deutschen Fußballliga ziehen würde? Also 2 Fragen. Das ist eine sehr komplizierte Frage, eine sehr komplexe Frage, die man so, glaube ich, jetzt in so kurzer Zeit gar nicht beantworten kann. Ich versuch das mal. Was die Stellung des Fußballs angeht in Bezug zur Gesellschaft. Ich glaube, wir alle brauchen Umgang mit dem Virus. Das wird uns begleiten, wird vielleicht Teil unseres Lebens sein. Ich glaube nicht, dass es nochmal weggeht. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen. Wir müssen einen Weg finden, trotzdem Normalität einkehren zu lassen in allen, jetzt gepiepst, in allen Bereichen. Und deswegen glaube ich, dass es auch gut war, diesen Test zu machen, zu schauen, was können wir im Fußball, was können wir leisten, was können wir ausschließen, wie kann man dieses Virus irgendwie bestmöglich beherrschen. Und auch die Öffnungen jetzt werden zeigen, auch in der Gesellschaft, wie letzten Endes Dinge ankommen, wie Dinge gefruchtet haben oder nicht. Das wird eine rückwirkende Analyse, welche Dinge tatsächlich dann positiv waren und welche nicht waren. Und auch der Fußball kann dazu beitragen. Alleine, dass man sieht, man kann sich nicht komplett verschützen. Alleine, dass man sieht, so eine Kette muss unterbrochen werden. Ansonsten hast du eine Herdenimmunität innerhalb deiner Mannschaft schnell geschaffen. Und dann muss man wissen, was man will und was man nicht will. Und das ganze Thema Politik, 2., 3. Liga, DFL, DFB, das ist so umfassend und so gerade so im Wandel und wird so auf die Probe gestellt. Ich will da mich gar nicht zu äußern, weil wir haben so viele eigene Probleme hier. Wir haben so viel zu bewältigen und so viel zu tun, dass diese übergreifenden Fragen, damit beschäftige ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe eine Meinung dazu, aber das geht so weit und es ist wichtig, sowas immer differenziert darzustellen und nicht schwarz und weiß und plakativ und populistisch. Es wird so viel zu allem Möglichen geredet und jeder gibt seinen Senf dazu. Und
aus einer Entfernung, wo man Dinge gar nicht alles überblicken kann. Deswegen ist das an dieser Stelle überhaupt nicht, von meiner Stelle überhaupt nicht machbar. Das ist eine Fragestellung, die hätte man dir vielleicht vor der häuslichen Quarantäne als so eine kleine Bachelorarbeit mitgeben können. Da hättest du 14 Tage an der Antwort arbeiten können. Ja, Zeit hätte ich gehabt, aber ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. Ich habe mich beschäftigen können. Ich habe derzeit noch zwei Fragen auf meinem Zettel stehen, also auch einen kleinen Hinweis an die Journalisten daheim oder in ihren Büros. Die nächste kommt von Uwe Carter vom MDR. Wissen Sie inzwischen, woher die Ansteckung kam oder wäre es gut zu wissen, um die Bedenken auch innerhalb der Mannschaft vielleicht zu verringern? Na, wir haben versucht, wichtig ist, und wir haben versucht, Infektionsketten herzustellen, deswegen trainiert man auch, hat man in Gruppen trainiert. Wir hatten eine gewisse Ordnung beim Umziehen, nur mit 3 Leuten. Anreise, Abreise, alles in Teilen, dass man Infektionsketten möglicherweise zurückverfolgen kann. Aber es ist natürlich schwer, wenn die Spieler gleichzeitig nach Hause gehen, rausgehen, einkaufen gehen, Kontakt haben, ist es natürlich unheimlich schwer, das herzustellen, das heißt, eine Gewissheit herzustellen, sondern man spekuliert dann immer, wir konnten. Und deswegen sind wir letzten Endes auch in Quarantäne gegangen. Wir haben gehen müssen, weil eine Kette nicht hergestellt werden konnte, weil einfach unklare Dinge da waren, man das nicht zurückverfolgen konnte. Und die Gefahr da ist, dass immer noch jemand ansteckend ist, der negativ ist, keine Symptome hat, aber die Spieler ansteckt. Die Gefahr wurde nicht ausgeschlossen vom Gesundheitsamt, sondern die wurde als sehr groß eingeschätzt. Und das war der Grund, warum wir in Quarantäne gegangen sind. Und das zeigt, dass man es einfach nicht komplett beherrschen kann. Dass man einfach nicht Dinge komplett ausschließen kann. Man kann irgendwo einen Handlauf fassen, man kann beim Einkaufen irgendwo anfassen. Es gibt ganz viele verschiedene Wege. Ich glaube, bei all dem, was das bedeutet, der Umgang mit diesem Virus, stehen wir erst am Anfang. Und deswegen kann man sich nur bestmöglich rüsten, aber man kann nichts wirklich ausschließen. Und das macht es so schwer zu verarbeiten, auch natürlich für uns, gerade wenn man die Auswirkungen dann tatsächlich dann noch vor Augen hat, dass man sieht, es ist wirklich real. Schon mal vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen daheim für die vielen Fragen. Ich habe jetzt die vorerst letzte Frage, die kommt von Jens Umbreit von Radio Dresden. Das ist eine allgemeine Frage zum Start der ersten und zweiten Liga. Wie viel Fußball haben Sie bislang nach der Corona-Pause konsumiert? Was ist der Eindruck von der Qualität der Spieler, aber eben auch vom Drumherum, also Geisterstimmung, riesige leere Stadien, Spieler ohne Zuschauer? Wie hast du das erlebt? Also erstmal vom Fußball habe ich ja schon gesagt, dass ich glaube, dass die Mannschaften an sich alle bemüht haben, dass gewisse Dinge fehlen an Intensität. Gerade im Abschluss, im letzten Drittel braucht man unheimlich Energie, um vors Tor zu kommen, dass da noch was fehlt. Ich glaube, dass auch alle bemüht waren, auch drumherum letzten Endes das Produkt Fußball einfach gut darzustellen, weil viel auf dem Spiel steht. Dass die Stimmung anders ist, dass nicht das rüberkommt, was den Fußball ausmacht. Ich glaube, das merken wir alle. Und trotzdem geht von dem Spiel natürlich eine Faszination aus. Wir alle lieben den Fußball und trotzdem wollen wir ihn alle irgendwie anders sehen. Ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass dieser Moment jetzt anders ist, dass jetzt vielleicht eine Übergangsphase ist zu irgendwas anderem hin. Ich hoffe, dass wir schnell diesen Punkt überschreiten können, aber wissen tun wir das alle nicht. Ich glaube, jeder will was anderes, keiner braucht Geisterspiele, aber irgendwie gilt jetzt, glaube ich, für jeden, dass wir das Beste draus machen müssen. Ich habe die beiden Spieltage geschaut, ich habe quer geschaut, habe mir natürlich viel Stuttgart gegen Wien Wiesbaden angeschaut, zum größten Teil, jetzt mittlerweile schon nochmal angeschaut, habe versucht, einen Überblick zu gewinnen über unsere nächsten Gegner. Habe Stärken gesehen, habe Schwächen gesehen, habe gesehen, dass das ein Spiel war, wie es oft am Saisonanfang ist, wo Mannschaften immer noch Zeit brauchen und in der Entwicklung sind, bis es dann irgendwann richtig gut wird. Einem Kollegen von der Bild-Zeitung in Dresden sind noch ein paar Fragen eingefallen. Wir gehen also jetzt in die Verlängerung der ersten Halbzeit. Ich danke dir schon mal sehr, Markus, dass du dir in deiner Wohnung, dass wir so lange in deiner Dresdner Wohnung zu Gast sein dürfen. Patrick Franz fragt, was kann man von einem Kevin Ehlers, der nach längerer Verletzung wieder fit ist, in so einem
Saisonendspurt erwarten? Ja, Kevin ist ein cooler Typ. Ich glaube, dass diese Situation jetzt, dass er die gut wegsteckt, dass er auch als junger Spieler richtig Qualität hat. Er ist ein richtig guter Junge. Wir brauchen ihn. Wir haben 4 Innenverteidiger mit Hati, möglichen Fünften, der auch im Mittelfeld spielen kann. Wir werden jeden brauchen. Und Eli ist immer jemand, der mit seiner Energie, seinem Körper, seiner Qualität am Ball und seinem Einsatz jeder Mannschaft gut zu Gesicht steht. Deswegen freue ich mich, dass er wieder fit ist. Er ist voll da und er greift voll ein. Er ist ein richtig guter Junge. Viele Erst- und Zweitligisten haben einige A-Union-Spieler zur Sicherheit nachgemeldet. Auch zu unserem Kader gehören mit Simon Golnag und Ransford Yeboah auch 2 hochbegabte Spieler. Können Talente, die aus der Junioren-Bundesliga kommen, mit Geisterspiel-Atmosphäre umgehen? Was denken Sie? Fragt wiederum Patrick Franz. Ja, glaube ich, dass sie das können. Letzten Endes ist das genauso leicht und so schwer wie für alle anderen. Jeder braucht vielleicht ein bisschen Zeit generell, um sich, glaube ich, an die Situation des Gewinnmüssens und an die höhere Ernsthaftigkeit des Spiels, glaube ich, zu gewöhnen. Das ist in der Jugend natürlich anders, da steht noch nicht so viel auf dem Spiel. Aber da verpackt jeder das anders und das ist meine Aufgabe als Trainer, das auch zu moderieren und einfach nur das Spiel in den Vordergrund zu stellen. Ransford Königsdörfer hat schon gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass er eine feste Größe sein kann, dass er Qualität hat, die uns sofort weiterhilft. Eli ist ja auch noch ein junger Spieler. Bei Golnag ist es so, dass er noch ein bisschen Zeit brauchen wird, auch im technischen Bereich noch besser werden muss. Das ist dann keine psychische Sache, sondern einfach, dass er sich an den Herrenfußball, an die Qualität, die da herrscht, an diese Zuverlässigkeit, die du brauchst in dem Bereich, dass er daran arbeiten muss. Aber auch er hatte viel Talent. Also ich glaube, das hat nie was mit dem Alter zu tun. Ich habe immer schon junge Spieler gebracht, habe auch 17-Jährige, wenn sein musste, gebracht, wenn sie die Qualität haben, nicht wenn sein musste, sondern wenn einfach die Qualität da war. Das ist das Entscheidende. Und auch im Kopf brauchst du eine Qualität, wenn du Profi werden willst, so Situationen und schwere Situationen auch zu beherrschen. Und das traue ich den Jungs absolut zu. Bei einem Abstieg, jetzt wird die Perspektive langsam sehr, sehr weit, aber Patrick Franz richtet den Blick nach vorn um einige Wochen. Bei einem Abstieg ist die Perspektive der zerstrittenen dritten Liga, wann und wie viele Teams sie losgeht, völlig offen. Macht Ihnen das zusätzliche Sorgen um Dynamos Zukunft? Da mache ich mir noch keine Gedanken drum. Wir sind mitten im Kampf, das zu verhindern. Und das tun wir mit aller Kraft und mit aller Energie. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt als Trainer sich an dieser Stelle darum Gedanken zu machen, dass man immer auch alle Szenarien im Kopf haben muss und dass man auch einen Plan haben muss. Das ist normal und das haben dann unsere Verantwortlichen mit Ralf Minge, Christian Walter, Michael Born, haben immer alles im Kopf, die sind immer gut gerüstet, machen da einen absolut professionellen Job und dazu gehört es auch, sich immer Gedanken zu machen, um nicht nur den nächsten Tag und die nächsten 4 Wochen, sondern auch um die nächsten 4 Monate und um das nächste Jahr. Deswegen weiß ich, dass wir da in guten Händen sind, gut aufgestellt sind. Ich mache mir darum jetzt keine Gedanken, weil ich gefordert bin an anderer Stelle. Stefan Schramm von der DNN fragt hier ein bisschen durch die Hintertür. Es ist auch ein Mitglied aus dem Trainer- und Betreuerstab sozusagen betroffen von der Quarantäne. Wie sehr beeinflusst das jetzt sozusagen die Vorbereitung auf die Restart-Phase? Ja, natürlich beeinflusst das, wenn jemand fehlt, wenn jemand nicht auf dem Platz steht, da eine Energie, eine Kraft, eine Meinung fehlt, dann beeinflusst das. Aber auch das werden wir ausgleichen und drücken natürlich auch da die Daumen, dass erstmal alles gesund bleibt, keine Symptome auftreten und nichts Schlimmeres passiert, weil das ist erstmal wichtiger als alles andere drumherum. Der zuletzt in die Gruppe eingetreten ist, dem gebührt heute die letzte Frage. Patrick Franz wiederum, wie stark kümmern Sie sich um die mittelfristige Planung? Irgendwann muss man ja auch mal erste lose Gespräche mit potenziellen Neuzugängen führen. Ja, wir machen uns Gedanken. Wir sitzen natürlich zusammen und machen uns schon Gedanken, in welche Richtung kann das gehen. Wir haben aber natürlich einige Fragezeichen, die das Ganze erschweren. Nicht nur die Saison, sondern die Zugehörigkeit der Liga.
dass wir mitten in der Saison sind, im Endspurt, sondern auch dann die Probleme durch Corona, das heißt finanzielle Situationen, wie kann Etat aussehen, wie lange dauern Geisterspiele, wie sieht das Fernsehgeld aus, das heißt, es sind viele, viele Fragen zu klären, was tatsächlich umsetzbar ist, aber natürlich führen wir auch Gespräche, Vorgespräche sind das, um gerüstet zu sein für alle Fälle. Natürlich, so wie ich gesagt habe, laufen natürlich auch Planungen in jede Richtung, weil das dazugehört und weil man professionell handelt. So, Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen daheim, die uns mit ihren Fragen beliefert haben. Danke auch dir, dass du uns so lange in deiner Wohnung ertragen hast. Ich würde gerne noch was sagen, weil ich weiß nicht, ob das richtig rübergekommen ist. Es war jetzt sehr lang. Ich merke, wie dieser Zusammenhalt hier in Dresden ist und bei Dynamo ist. Und ich kann nur sagen, dass die Mannschaft und wir alles dafür tun werden, diese Situation anzunehmen, darum zu kämpfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Dass wir nicht jammern, dass wir uns nicht als Opfer fühlen, sondern dass wir aufstehen werden. Und dass, wenn wir nochmal hinfallen, dass wir wieder aufstehen werden. Ja, dass wir immer wieder kommen und dass man uns nicht klein kriegt. Und dass wir um diese Chance, die wir haben, auch wenn da jetzt vielleicht eine kleine Hypothek dabei ist, wir werden darum kämpfen, das auszugleichen, mit anderen Mitteln auszugleichen. Wir werden wirklich alles dafür tun, den Klassenerhalt zu vermeiden und darum zu kämpfen und zu zeigen, was es heißt, Dynamo Dresden zu sein. Im Dynamoland, aber sicherlich auch im gesamten Osten der Republik, wir drücken euch ganz, ganz viele Menschen die Daumen, dass ihr dieses Wunder schafft. Und vielen Dank für deine Zeit, Markus. Liebe Grüße an deine Frau und deinen Sohn. Und wir sehen uns morgen beim Training. Bis dann. Perfekt. Tschüss. Tschüss.